Dieser Film rekonstruiert die Lebensgeschichte Herbert Wehners. Was gesagt wird, ist Akten, Biografien und Interviews entnommen. Wie es gesagt wird, ist gelegentlich frei erfunden. Откройте, пожалуйста, это Гуревич. Ой, не двигаться! Herbert Richard, geboren 11.07.1906 in Dresden. Mitglied des ZK der KPD, Deckname Kurt Funk. Wohnort von 1937 bis 1941, Hotel Lux, Moskau. Herberge für die Spitzenfunktionäre der Kommunistischen Internationale. Seit 1937 eine Menschenfalle. Täglich werden Genossen verhaftet, deportiert oder hingerichtet. Die Partei verlangt immer neue Biografien. Wo ist dein Fehler? Eine dunkle Stelle, die den Mann als Trotzkist, als Gegner des allmächtigen Genossen Stalin verraten könnte. Kurt Funk schreibt Anfang 1937 um sein Leben. Was gestern noch gut war, ist heute ein Verbrechen. Seine Jugend, die Hinwendung zum Anarchismus, seine Gegnerschaft zu den Kommunisten in Dresden, damals im Sommer 1926. Demokratie ist bequemer als Freiheit. Mein Vater sagt, Demokratie ist für die Arbeiter. Hör doch mal mit deinem Vater auf. Vater unser, Vater Staat, Vaterland. Also alles Vater Morgana. Aber ich könnte dich mal ein paar Schriften von Lenin mitbringen. Die Sowjetrepublik. Wissen ist Macht, Genossen. Ihr Kommunisten seht doch nicht mehr ganz klar. Ihr habt euch ja die Augen damit verdorben.
Hier, lies mal, was Landauer über euch sagt. Der hat nämlich nachgedacht. Die Marxisten sind wissenschaftsgläubig. Dieser Aberglaube, die in der Geschichte wirkenden Kräfte wissenschaftlich zu formulieren... Die Geschichte ist eine Abfolge von Klassenkämpfen. Und das haben wir Kommunisten nicht erfunden, um Herbert Wehner zu ärgern. Wenn ihr den Staat übernehmt, dann organisieren uns die Kommunisten das Reich der Freiheit. Die Diktatur des Proletariats. Ihr wollt die Freiheit diktieren. So mal eben ins Geschichtsbuch. Max. Hier im Innern muss es geschehen. Da beginnt die Befreiung. Wir waren die Linkesten der Linken. Anarchisten, sozusagen. Anarchie übersetzen wir mit Freiheit in Ordnung, ohne Zwang von Staatswegen und so weiter und Gesetzen und was dergleichen der Freiheit im Wege stand. Der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist ja herrlich. Staat heißt Unterdrückung der Freiheit und des Lebens, sei es nun ein Kaiserreich oder eine Sowjetrepublik. So spricht der junge Wehner zu seinen Freunden. Unter der schwarzen Fahne des Anarchismus haben sie sich versammelt und Herbert ist ihr Anführer. Wir haben den schwarzen Punkt im Herzen, sagt er. Wir wollen uns nicht mit dem Unrecht abfinden. Keine Spießer, keine Untertanen sein. Wir spüren, in der inneren Befreiung des Menschen, da liegt auch der Schlüssel zur Befreiung der Arbeitersklaven. Wir sind jung und stark. Alles scheint möglich. Es ist schön, das Leben zu probieren, etwas Neues wagen. Ich glaube, es gibt bald ein Gewitter. Herbert, immer in Sorge. Noch hat's nicht geblitzt. Das war eine herrliche Jugend, ja, voller Ideale. Und das Gefühl, zu denen zu gehören, die da voranschreiten, ja, der großen, breiten Masse den Weg in eine helle Zukunft zeigen. Bitteschön. Herbert, komm! ...1926, Reise nach Berlin. Herbert Wehner wird der Sekretär des Dichters und Anarchisten Erich Mühsam. Der Jungsturm, die stellt es halt ja ab, das ist praktisch. Aber zahlen können wir nix. Auch wenn's jetzt für den Erich arbeitest. Also, für Gottes Lohn. Du wohnst ja bei uns. Ich zeig dir mal dein Zimmer. Schaust ja ganz ausgehungert aus. Dir knurrt wohl der Magen. Ich sag's ja. Man soll nicht hungrig unter die Leit gehen. Da ist er ja, der Herbert aus Dresden. Ich bin die Latte. Schön. Das Fräulein Löbinger ist Schauspielerin. Beim Piscator. Demnächst bei Piscator. Die Schauspielerin Lotte Löbinger. Herbert Wehners erste Ehefrau. Wo haben Sie, Herbert Wehner? Aha, zum ersten Mal gesehen. Bei Erich Mühsam. Erich Mühsam brachte ihn mit aus Dresden, damit er ihm Hilfe helfen soll bei der Herausgabe dieser Zeitschrift Fanal, die Mühsam rausgab. Und da hat er dann zusammen mit dem Erich gearbeitet und dort auch mit gewohnt. Herbert ist von der Roten Hilfe Sachsen. Tag und Nacht im Einsatz für die Frauen der Gefangenen. Erich übertreibt. Man muss sich eben kümmern.
dass du es gleich warst. Die Lotte, die ist bei den Parteikommunisten. Schon mit 19. So. Ist ja eine starke Organisation in Berlin. Uns macht's ja nichts. Fast nichts. Das Zimmer. Das Mädchenzimmer. Das sah recht gut aus. Also ich meine, sehr dekorativ sah er aus. Ein rötliches Blond. Aber nicht ins Hellblonde gehen, sondern so eine Mittelfarbe. Und groß und gut gewachsen. Und Zensel nähte ihm dann gleich, weil das natürlich noch seine Typ hervorhob, solche schwarze Russenkittel. Ist dir ein ganz ein schöner Bulle angestanden. Stecke mal, Danny. Der Erich wartet auf das Manuskript. Roter Mönch. Preußischer. War er eigentlich für die Liebe geschaffen? Für die körperliche Liebe? Hat er Interesse gehabt? Schon, ich meine, er war ja nicht enthaltsam. Nee, nee. Aber... ja, es war... es war sicher nicht... das so durch und durch genießen. Das hatte er nicht an sich. Also das... Revolution macht man nur mit Liebe. Weiß den Hetzer von der Schwelle. Nur der Intellektuelle kennt das Weltgetriebe. Weißt du, was die Zenzel mir heute über meine Partei gesagt hat? Nein. Schmeiß einer doch ihr Parteibechel fort, fies! Na, recht hat sie. Schauspielerin gehörst du zu uns. Zur schwarzen Fahne. Du hast den schwarzen Punkt im Herzen. So was kann man sehen? Das Proletariat wird sich nicht befreien. Ehe es nicht vom Staat losgekommen ist, von Autorität, Zentralismus, Bürokratismus. Und Disziplin. Herbert, wie alt bist du eigentlich? 21 Juli. Also volljährig. Voll geschäftsfähig. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Da können wir heiraten. Puh. Wie Maxe Traute, ja? Pro forma. Und für die Revolution. Max und Traute, das war doch eine Idee von Wilhelm Pieck, hast du mir erzählt. Und das hier ist eine Idee von mir. Sie zeigt ihm ihre rechte Hand. Ich brauche einen Ring. Wo habe ich den Antrag gemacht? Wie eine Katze. Riecht ja kleiner Milchbart. Dann mach ihn doch ab. Wir haben beide den schwarzen Punkt im Herzen. Zwei Kameraden? Ja. Hand in Hand.
Ich versprich's dir. Das ist der Herbert. Da steht was drauf. Können Sie das mal lesen? Kamerad, ich reich dir die Hand. Ich gebe dir meine Liebe teurer als Gold. Ich gebe dir mich selbst mehr als Predigt und Gesetz. Allons, die Straße liegt vor uns. Sie ist sicher, ich habe sie erprobt. Meine eigenen Füße haben sie wohl erprobt. Lass dich nicht zurückhalten. Whitman. Meinem Lotte lieb zu Beginn von 1928. Herbert. Dresden, 18. Juni 1927. Eheschließung zwischen dem Handlungsgehilfen Herbert Richard Wehner und Charlotte Johanna, geborene Löbinger, aus Berlin. Hochzeitsfeier in der Wohnung des Schuhmachermeisters Richard Wehner in Dresden-Striesen. Zum Wohl auf unsere Kinder. Vom Schuhmachermeister. Damit kannst du dich auch in Berlin sehen lassen. Gute Arbeit, Vater. Danke. Was ist, Lotte? Gefallen sie dir nicht? Doch schon, aber man soll deiner Braut keine Schuhe schenken. Oh, das ist doch bloß Aberglaube. Und der Vater schenkt dir auch noch Schuhe. Und man sagt, wer Schuhe geschenkt kriegt, die Braut, hier läuft sie weg. Die Feier, das fette Essen. Es war alles zu viel für Herbert, sagt Lotte, in jeder Hinsicht. Lotte reist nach der Hochzeit zurück nach Berlin. Herbert arbeitet in Dresden. Lotte Löbinger entwickelt auf der Bühne den neuen Typ der selbstbewussten proletarischen Frau. Und Dresden ist weit weg von Berlin. Man war jung, man wollte leben, nicht reden. Die, na ja, ich war den Männern gut, nicht? Ich war neugierig auf sie. Und das ist klar. Es war schön. Es war sehr schön. Lotte und der Kollege Heinrich Greif auf der Bühne. Der Kollege wird der Freund der Geliebte. Der hieß bei mir Liebgutier, Liebgutier. Und zwar, entweder nannte ich ihn Greif nur mit Zunamen und er sagte auch mit mir oft Löbinger zu mir. Und Leute, die mich besser kannten als ihn, sagten zu ihm Herr Löbinger. Und welche, die ihn besser kannten, sagten zu mir Frau Greif, weil wir dauernd zusammen gesehen wurden. Und es ist ein richtiges Paar, nicht? Und der. Aber Sie waren Frau Wehner. Ich war Frau Wehner. Ja, Frau Greif. Ja. Na, in Berlin konnte ich mir das leisten. In Dresden hätte ich mir das nie geleistet. Nie. Tägliche Briefe von Dresden nach Berlin und umgekehrt. Herbert verlangt das so. Und dann passiert das Unglück. Lotte vertauscht zwei Umschläge. Der Brief an den geliebten Heinrich Greif, mein lieb Gutier, landet in der Wohnküche der Wehners. Herbert, was ist? Nichts. Gar nichts. Und dann fand ihn seine Mutter auf der Erde liegen, ohnmächtig. Und den Brief zerdrückt in seiner Hand. Ja, so fand sie ihn. Herbert Wehner, 1928 in Dresden. Er trägt jetzt die Uniform des Rotfront-Kämpferbundes. Im Sommer 27 war er in die Kommunistische Partei eingetreten. Der Junge mit dem schwarzen Punkt im Herzen ordnet sich nun der straffen Organisation der KPD unter. Wie hatte er noch vor kurzem seine Gruppe vor der Diktatur der Sowjets gewarnt? Nieder mit dem Staat, es lebe die Anarchie. Nur in ihr kann sich ein jeder frei entwickeln, unter der Losung,
Freiheit und Wohlstand für alle, lasst uns kämpfen. Ja, und diese Illusion haben wir, die gesamte Gruppe, begraben und sind dann selbst zur Wahl untergegangen für die KP und sind sogar Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands geworden. Was haben Sie sich davon erhofft, als Anarchist? Weil wir sahen, dass mit der Kommunistischen Partei, dieser schon stabilen, gut organisierten, doch die Befreiung schneller zu erreichen wäre, als mit den kleinen Linken, dem Grüppchen von Sektieren. Der Sächsische Landtag in Dresden. Herbert Wehner wird 1930 als Abgeordneter der KPD aufgestellt und gewählt. Jetzt hat er Einfluss und findet seine Rolle in einer Partei, die ständig größer und mächtiger wird. So, wo sind wir denn hier? Das ist der ehemalige große Plenarsaal des Sächsischen Landtages. Hier war das Plenum, hier das Präsidium und oben die Tribüne. Wo waren die Redner? Hier, vor uns. Das ist das Rednerpult gewesen? Das war das Rednerpult, beziehungsweise das Präsidium. Also hier hat der Wehner gestanden, wenn er hier als Abgeordneter zum Plenum sprach und oben waren die Zuschauer. Ja. Wir werden das Ausbeutergeschmeiß, das heute den Young-Plan auf dem Rücken der Arbeiter durchführt, unter die Diktatur der Arbeiterklasse beugen. Dabei werden Köpfe rollen. Nicht jene Köpfe, von denen heute Hitler spricht, nicht die Köpfe der Arbeiter, sondern die Köpfe der besitzenden Klasse. Die Köpfe Hugenberg und seiner Gesellen. Jetzt wird's finster. Bei Ihnen im Gehirn ist es längst finster. Ich denke, wir haben keinen Kopf. Sie haben schon Köpfe, meine Herren, aber es ist nichts drin. Lotte Träuber, 1929 als Fraktionssekretärin der KPD von Berlin nach Dresden geschickt. Die neue Lebensgefährtin des Abgeordneten Wehner. Hatte Herbert Wehner der Partei sein Fiasko mit Lotte Löbinger gebeichtet? Ob er der Partei gegenüber sich geäußert hat über solche Sache? Dass die dann übereinkamen, ihm eine Sekretärin zu stellen? Also ich weiß es nicht. Denn es kam eine Sekretärin. Ja, eben. Die Fraktionssekretärin Lotte hieß auch sie Lotte, auch. Ja, die zweite Lotte. Die dann in Dresden im Parlament saß und ihm zuhörte, wenn die Reden durchs Mikrofon in ihr Sekretärszimmer kamen. Die wilden Reden des jungen Herbert Wehner. Die Sowjetunion ist das einzige Land, in dem wir keine Krise haben, weil die Arbeiter und Bauern herrschen. Wir werden dafür sorgen, dass wir Anschluss an dieses Sechstel der Erde bekommen. Dass bei uns reiner Tisch gemacht wird mit der Bourgeoisie und ihren Helfershelfern, so wie das auch in der Sowjetunion der Fall gewesen ist und das Geschrei der Bürgerlichen in Deutschland, unterstützt durch die sozialdemokratische Presse, das ausbricht. Den hören Sie bis nach Berlin. Die arbeitende Klasse in Russland Schluss macht mit den Saboteuren der Wirtschaft. Hast du was Genaueres, Genosse? Oder hast du das aus der Hugenberg-Presse? Mach dir mal keine Sorgen um deinen Jungen. Teddy wird ihn noch eines Tages zu seinem Kronprinzen machen. Herbert ist in Dresden zu Hause. Hier kennen ihn die Genossen. Das ist sein Rückhalt. Wir machen alle unsere Arbeit da, wo die Partei uns hinstellt. Die Genossin Lotte Träuber, ehemals Mitglied der SED, treffen wir in Ost-Berlin. Ja. Ich habe ihn sehr gerne gehabt. Und er hat immer die Partei geliebt, hast du geschrieben. Ja. Das stimmt auch. Ja. Wie ich ihn kennengelernt habe, gesehen habe, in der Arbeit, wie in der Arbeit aufging. Ja. Ich stand an erster Stelle. Wir haben Tag und Nacht für die Partei gearbeitet. Ja. Schreibst du? Ja. Wann, was von uns verlangt wurde, haben wir gemacht. Das Liebknechthaus in Berlin, Parteizentrale der KPD. Als Sekretär des Zentralkomitees hat Wehner seit 1932 hier sein Büro. Der Parteivorsitzende Ernst Thälmann holt den begabten jungen Parteisoldaten Wehner im Abwehrkampf gegen die Nazis an seine Seite.
Aber der Boulevener, wie sie ihn bald nennen, wird vor allem gegen die linksabweichenden Genossen im Führungskader wie Remmele, Heinz Neumann oder die rechtsabweichenden Versöhnler um Brandtler und Willy Brandts SAP eingesetzt. Thälmann soll im Auftrag Stalins die Partei deutlich auf die Moskauer Zentrale ausrichten. Und Wehner, gemeinsam mit Walter Ulbricht, hilft ihm dabei. Die KPD wird mit einem eigenen Führerkult auf die Idole Thälmann und Stalin eingeschworen. Ich hätte nicht nach Berlin gehen sollen. Ich habe mich lange gewehrt dagegen. Und als ich nach Berlin kam, war ich nicht mehr ein gewählter Mann. In meinem Heimatland wurde ich immer gewählt. Auch bei den, in den Parteifunktionen. Die Leute haben mir ihre Stimme gegeben oder eben nicht gegeben. Und ich war das, wozu ich gewählt wurde. Aber dort war ich dann ein Angestellter und habe den Weg gehen müssen bis zum bitteren Ende. Den man nur verstehen kann, wenn man daran denkt, dass schon im Jahre 1932 jene grausige neue Wirklichkeit über uns hing, die mit 33 Gestalt annahm. Und da war es, ich gebe das offen zu, das ist also heute ein, mag seltsam klingen, eine Erklärung, da war, ich wollte doch nicht feige sein, wieso kann ich bei all meinen Skrupeln gegenüber vielem, was die Lehre der Partei war, wieso kann ich dann weggehen, wenn es um Tod und Leben geht, dann Sie meinen, aus lieber der Partei rausgehen. Ja, sicher. Oder weniger aktiv werden oder nicht ihre Beschlüsse durchführen in der Zeit. Nicht? Da war für mich gut. Da hast du zu stehen. Zwar nicht aus Beschluss, wegen eines Beschlusses, sondern weil ich nicht feige sein wollte und weil ich natürlich nicht braun sein wollte. Entschuldigen Sie mal, ich wollte nicht braun sein. Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen. Das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches. Das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Erwachen. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden ein Straßenzug durchsucht. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird zum Beispiel darauf Obacht gegeben, ob sich unter den Personen, die angetroffen werden, politisch gesuchte Personen befinden. Eine lange, endlos lange Reihe von Polizeiwagen setzt mit Beamten, Karabinern, Maschinenpistolen, rückt daran. Das dauert ein paar Minuten, nicht mal Sekunden. Da ist ein großer Komplex abgesperrt, ein ungeheures Aufsehen, eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären. Ich darf Ihnen da eine kleine Geschichte erzählen, falls die Zeit uns dazu bleibt. Ich saß zusammen mit einem polnischen Kommunisten im Grunewald. Der war uns geschickt worden, weil er Erfahrungen in unterirdischer Arbeit hatte und sollte uns helfen. Wir, das war nach 33 bereits. Na sicher, ich habe doch einige Jahre die gesamte illegale Arbeit in meinen Händen gehabt, in ganz Deutschland, als der Techniker. Und da haben wir uns zunächst mal gegenseitig angeguckt und gefragt, ob wir offen miteinander reden könnten. Offen heißt auch, also anders als man redet, wenn man als kommunistischer Funktionär redet, nicht? Und die erste Frage, die der Probefall sein sollte, war, die stellte er, wie lange ich glaubte, dass das dauern werde. Da habe ich gesagt, mindestens 10 Jahre. Wir können, sagt er, wirklich offen miteinander reden. Dann haben wir begonnen, miteinander offen zu reden. Wir hätten den Arbeitern klar sagen sollen, was Fakt ist. Nicht diese Lüge vom strategischen Rückzug. Sie können die Niederlage nicht begreifen. 10 Jahre Arbeit. Wir schicken unsere Genossen mit Flugblättern auf die Straße. Herr
hetzen Sie zur Demonstration mit sinnlosen Parolen. Direkt in die Arme der Gestapo. Sie zeigen in Moskau, dass es die Partei noch gibt. Die Genossen, die jetzt geschlagen werden, ihren Kopf auf den Block legen. Wozu? Die Nazis haben die Arbeitsfront, die Gewerkschaftshäuser und ihre Organisation aus Zug um Zug. Wir haben nichts. Unsere Zellen sind systematisch durchsetzt von den Vertrauensleuten der Severin-Polizei. Naja, und die berichten weiter, die neuen, braunen Herren. Wir müssen alles auflösen und von vorne anfangen. In Berlin sucht die Gestapo den Kopf des Widerstands, Herbert Wehner. Trotz unausgesetzter Fahndung war es bisher nicht möglich, Wehner festzunehmen. Er taucht überall da auf, wo neue Weisungen in Organisationsfragen ergehen. Versteht sich selbst aber so gut zu tarnen, dass es seinen nächsten Mitarbeitern nicht möglich ist, über seinen Aufenthaltsort Angaben zu machen. Herbert hatte alle Fäden vom Land in, von Deutschland in der Hand. Der hat eine unglaublich große Arbeit geleistet. Die Tage habe ich noch mal darüber nachgedacht. Ich dachte, also wie der Mann, aber er war ja auch klug und er hatte einen Kopf und ein Namengedächtnis. Und weißt du, wie schwer eine illegale Arbeit ist und wie schwer das ist, unterzukommen, so zu wohnen, dass sie einen nicht am nächsten Tag schon am Kragen haben. Während allen anderen illegalen Funktionären der Partei illegale Büros und Quartiere vom Quartiermacher, in Klammern Iduna genannt, besorgt werden, beschafft sich Wehner diese selbst. Und kapselt sich hierdurch vollständig von seinen Mitarbeitern ab. Eines Abends sind wir bis in die späte Nacht spazieren gegangen, weil der Herbert kein Quartier hatte, weil sein Quartier, so glaubte er oder wusste es, das kann ich nicht mehr sagen, nicht mehr betreten wollte. Ein zweites war nicht vorhanden. Und wir sind spazieren gegangen, bis ich merkte, der Mann kann nicht mehr. Und da habe ich gedacht, Leute, riskierst, der Mann, der kippt ja um. Ich sage, Herbert, komm mit zu mir nach Hause. Wenn du hier umkippst, wird es noch schlimmer. Ja. Und da habe ich gedacht, so, nun legst du dich hier auf meine Pritsche. Ich hatte so eine schmale Pritsche. Und leg dich hin und schlafe. Ich bleibe am Fußende sitzen und ich werde dauernd aus dem Fenster gucken und sobald ich was merke, wecke ich dich. Also schlaf mal ganz in Ruhe. Und ich habe mich ans Fußende gesetzt und habe die ganze Nacht zum Fenster rausgeguckt, nur immer aufgepasst, ob jemand kommt, ob was kommt. Denn die Fenster von den anderen Zimmern waren so tief, dass er hinten hätte aus dem rausspringen können, ja, und sich irgendwie wieder wurscheln können in einen anderen Garten. Juni 1934. Wehner reist auf Beschluss des Politbüros ins Saarland, um den Abstimmungskampf gegen den Anschluss an das Deutsche Reich zu organisieren. Im Frühjahr 1935 wird Wehner mit seiner Gefährtin Lotte Träuber in Prag verhaftet. Nach 4 Wochen Gefängnis werden die beiden in die Sowjetunion abgeschoben. Thank you.
Gerhard? Weißt du eigentlich, dass Stalins Vater Schuhmacher war? So ist es, Kleiner. Wir sind wieder unter Genossen. Jetzt möchte ich ein Jahr durchschlafen. War es eine Fahrt wie nach Hause eigentlich? Ja, das kann man sagen. Auf jeden Fall. Nun wirst du mal, nun hat man mal Ruhe. Ja, nö, wir haben uns gefreut. Moskau 1935. Abgesandte von 4 Millionen Kommunisten von 65 kommunistischen Parteien finden sich zum 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale zusammen. Das Wort zum Bereden hat Genosse Dimitro. Wir werden unsere historische Mission bestimmt erfüllen und von der Erde den Faschismus und nach ihm den Kapitalismus hinwegfegen. Die Stimmung auf dem 7. Weltkongress muss gut gewesen sein. War wunderbar, auch bei den Ausländern. Denn ich war immer dort, ja, die Türen waren auf, ich konnte hören, konnte sehen. Ja, es war wirklich eine ganz große Sache in unserem Leben. Wir haben Herberts Rede in Moskau gefunden, die er auf dem 7. Weltkongress gehalten hat, wo er über den Widerstand in Deutschland spricht. Mit großem Beifall begrüßt wird der Redner Nummer 68, der Genosse Funk, Deutschland, Sprache Deutsch, am 1.8.35. Unsere Genossen waren nicht dadurch getarnt, dass sie sich einbauten in die nationalsozialistischen Massenorganisationen, und wir hatten nicht das richtige Verhältnis zwischen Konspiration und Massenarbeit. Es gab Genossen, die diese Isolierung fühlten und sie zu durchbrechen versuchten, indem sie die elementaren Regeln der Konspiration über Bord warfen. Wir haben massenweise Fälle, wo die Instrukteure Literatur in die Unterorganisationen mitnahmen und nicht nur sich selbst, sondern auch das mühselig aufgebaute Verbindungsnetz zerstört haben. So ist es. Der redet nicht drum herum. Solche wie er müssen dran. Leute wie Funk. Der Herbert ist sehr verehrt worden. Nicht nur, also ich hatte den Eindruck von den sowjetischen Genossen, von unseren eigenen, aber auch von den anderen Parteien. Irgendwie hatte ich den Eindruck, er ist so einer, der es vormachte, wie man es machen muss. Herbert hat Großes geleistet. Es war noch so einmal die Utopie, die Weltrevolution, das heißt, das gute Ende der ganzen Menschheitsgeschichte steht doch bevor, wir schaffen es. Es muss ein großartiges Gefühl wie eine Menschheitskonferenz gewesen sein. Ist richtig, ja, ist richtig. Ich glaube, aus 60 Ländern sind sie gekommen, also aus allen ganzen kleinen, wie wir heute sagen würden, dritten Ländern, Weltländern, nicht wahr? Und Chinesen und aber was sie wollen, alles war da. Krupskaja war da, die Frau Lenins. Ja. Stalin taucht mal kurz auf. Ja, ganz kurz. Er hat ja die Kommentare nicht gemocht. Und im Hintergrund zimmern sie schon an den Galgen für viele Menschen, die dann hingerichtet werden, die hier noch applaudieren. Ja, denn die Prozesse sind ja hier auch gewesen. Ein Jahr später. Mit erpressten Geständnissen führt Stalin seine innerparteilichen Gegner der Weltöffentlichkeit als Attentäter, Konterrevolutionäre und Spione vor. Vor allem Leo Trotzki, der ins Ausland abgeschobene Parteigegner Stalins, liefert die Vorwände für das große Morden. Jede Abweichung, die man als Trotzkismus auslegen kann, wird zum Keinsmal, das die Hinrichtung rechtfertigt. Herbert Wehner war während der ersten Prozesse in Paris. Wehner schreibt aus Paris nach Moskau, 14. September 1936. Liebe Freunde, ich möchte euch eine Übersicht über die Auswirkungen des Prozesses gegen die trotzkistischen Verschwörer geben. Zunächst möchte ich bemerken, dass sich die Beteiligung von Leuten an Attentatsvorbereitungen, die zeitweilig und jetzt noch Mitglieder unserer Partei waren und sind, als eine Schmach für unsere Partei empfinde. Wir können nicht nur feststellen, dass wir über solche Kreaturen empört sind, wir müssen scharf zugreifen und diesen Schandfleck beseitigen. Schon im Juli des Jahres hatte ich den Eindruck, dass in der hiesigen Eins, das heißt Emigration, manches nicht in Ordnung ist. In Zusammenhang mit den spanischen Ereignissen ergab sich, dass wir sogar mit der 5 steht für Trotzkisten, zu rechnen haben.
In unserer eigenen Kaderpolitik ist es zweifellos notwendig, eine gewisse Weitherzigkeit zu beseitigen. Ich erinnere besonders an den Fall Süßkind, von dem ihr erst vor einigen Wochen geschrieben habt, dass er wieder für eine Arbeit vorgesehen war. Ich hoffe, dass ihr uns bald mitteilt, welche konkreten Maßnahmen, Schritte ihr vorgesehen habt. Na, das ist ja so. Wir waren also nicht frei davon, da am laufenden Band den einen oder den anderen zu denunzieren. Und Schritte und Maßnahmen wussten sie doch ganz genau, das geht doch nur. Wenn sie aus der Partei ausschließen, dann waren die meisten dann schon Opfer für NKWD und für die Ausmerzung aus den Luxräumen. Ruth von Meyenburg, ehemals Obristin der Roten Armee, 4. Abteilung Auslandsspionage, Mitglied der KP Österreichs. Sie hat das Lux überlebt. Mit ihrem Ehemann Ernst Fischer, Mitglied des ZK der KPÖ, hat sie neben den Wieners gewohnt. Das erste Wiedersehen mit dem Hotel des Schreckens seit 1945. Der Spiegel ist noch da. Der Spiegel ist noch da. Ruth von Meyenburg, 1935 auf dem Roten Platz. Wie funktioniert denn das System der Bewachung hier? Ja, der ließ einen nicht einsteigen in den Lift und auch nicht raufgehen über die Stiege, denn da war rechts ein Fensterchen und da saß immer ein Mädchen. Und die stellte den Passierschein aus. Warum musste das Haus so streng bewacht werden? Ja, es war praktisch ein Ausländerghetto. Und wo er fürchtete, dass da falsche Leute reinkommen, Spione von der Gegenseite, was weiß ich. Es war eben so. Das ist natürlich jetzt hier hell erleuchtet. Das war ganz anders. Man ging in eine ganz dunkle Gegend hinein, von der man nicht wusste, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Das Lux war voll mit Katzen. Fast jeder hatte eine. Die Lotte Funk, die Frau von Wehner auch? Die Frau von Wehner? Ja, natürlich. Die hatte ein schönes schwarzes, das war das allererste, was ich sah von ihnen. Die Wehners hat mir mein Mann beschrieben gehabt. Und wie ich sagte, jetzt gehen wir zum ersten Mal einen Besuch machen. Da sah ich eine Katze, die rannte in die Küche wahrscheinlich und eine schwarze, wunderschöne. Und dann stand in der Tür die Frau von Wehner. So, ich habe sie dann nachher immer das Rehlein genannt, weil sie so ungeheuer dünn war. Zart. Ja, auch mit ihren Augen war sie so zart. Sehr lieb. Hab sie sehr gern gehabt. Großvater war Totenbettmeister. Hab ich dir mal davon erzählt? Schuhmacher, wie dein Vater so gesagt. Schuhmacher, ja, und dann Totenbettmeister. Die brauchen keine Schuhe mehr. Die haben's hinter sich. Das musst du alles aufschreiben? Wir heißen noch nicht Krupp. Wir müssen den Genossen zeigen, woher wir kommen. Sei vorsichtig, Herbert. Wer weiß, wer das liest.
Dieses Papier im Lux war ja auch was Verdächtiges. Das war ja ungeheuer verdächtig für die Leute, die sonst also Papier überhaupt für eine gefährliche Sache halten, weil da kann man falsche Dinge und bösartige Dinge gegen die Sowjetunion draufschreiben oder überhaupt irgendwas oder Briefe schreiben, was verraten. Es passierte eben, dass man wegging und am Abend war der Schreibtisch leer. Das Personal, war das oft im Dienst der NKWD hier im Haus? Ja, bestimmt. Selbstverständlich. Вот это вот личное дело и досье на Герберта Венера. Teilstücke der Akte Wehner in Moskau. Wie hunderte andere Akten der Spitzenfunktionäre entsteht sie aus vielen Sitzungen, Protokollen, Verhören, Eingaben und immer neu geschriebenen Lebensläufen, Rechtfertigungen und Anklagen. Jeder säubert sich selber so gut er kann. So entsteht ein Material, aus dem der sowjetische NKWD jederzeit Widersprüche herauslesen und Anklagen für Prozesse fabrizieren kann. Das Räderwerk, die Mechanik der Terrorprozesse ist noch nicht aufgeklärt. Die sowjetischen Prozessakten beim KGB liegen noch unter Verschluss. Wir finden einen Brief Herbert Wehners an die Partei. In den ersten Monaten meines Hierseins 1937 ersuchte ich darum, den Angaben, die ich über Meyer und seine Frau zu machen hatte, nachzugehen. Trotz mehrmaliger Versprechen, diese Fragen vor einer Kommission, die aus Klassner, Kunert und Müller bestand, Kader Müller wahrscheinlich, zu behandeln, ist es nicht dazu gekommen. Klassner. Meine Angaben wurden nicht zur Kenntnis genommen. Als ich die Fragen, die mir in meiner Sache von der Kommission vorgelegt worden waren, schriftlich beantwortete, habe ich der Antwort die Bitte beigefügt, mir Gelegenheit zu geben, weitere Angaben, die zur allgemeinen Nachprüfung der deutschen Kader dienen könnten, zu machen. Darüber habe ich nichts mehr gehört. Weiter habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es notwendig ist, die Angelegenheit früherer Mitarbeiter von Eberlein zu untersuchen, die noch beschäftigt werden. Ja. Jetzt geht er, nachdem Eberlein verhaftet wurde, den Mitarbeitern noch hinterher. Ja. Der schleppende Gang der Erledigung dieser Dinge veranlasste mich zu der Bemerkung im Brief vom 26. November, dass es notwendig ist, die Erfahrungen verantwortlicher Parteiarbeiter zu hören und zu beachten. Scusi, signora, scusi. Per carità, no, 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 no. Lasci stare, faccio tutto da sola, via. Via, via. Ah, Genosse Funk. Der Dresdner SC, ja? Walter, ich war auch schon mal besser. Herbert, die Kaderabteilung fragt nach deinem Lebenslauf. Abschließend möchte ich schreiben, dass die Aussprache, die am 29. November stattfand, mich in der Absicht bestärkt hat, zusammenhängend meine Kenntnisse über Kader und Vorgänge im Land aufzuschreiben und sie dir, Wilhelm Pieck, zur Verfügung zu stellen, damit auch du und die Parteileitung bei der Überprüfung der Kader und bei der Säuberung der Partei unterstützt werden. Wenn man das im Dezember 37 schreibt, offiziell schreibt, was hieß dann eigentlich Säuberung der Partei für die Menschen? Nun, also das ist sehr praktisch, die NKWD auszuliefern und der Lubjanka auszuliefern. Und vielleicht sogar dem Tod auszuliefern. Juli 32, im Zusammenhang mit den Veränderungen im Apparat des ZK aufgrund der Liquidierung der Gruppe Neumann, wurde ich mit der Leitung des technischen Sekretärs des ZK beauftragt. In dieser Arbeit fand ich ein sehr enges Verhältnis zu den Genossen Thälmann, Scheer und Pieck. Mach nur fertig, Herbert.
Ich gehe schon ins Bett. Oder nehmen wir den etwas anders gelagerten Fall des Genossen Flieg. Flieg war engagierter Neumann-Freund. Es ist gesagt worden, dass er sich seit der politischen Liquidierung dieser Gruppe zur Partei zurückentwickelt und eine einwandfreie Haltung eingenommen hat. Wenn das so ist, bleiben die anderen Fakte, die gegen ihn sprechen. Ein Brief existiert, in dem Flieg wörtlich als Gauner bezeichnet wird. Dieses Denunziantentun, also ich finde das entsetzlich. Da belauert doch einer den anderen und er war einer der Oberbelauer. Und hat die, wie man Handlungen auslegt, die völlig harmlos sind und die dann demjenigen zur Last gelegt werden, als eine Verdächtigung, dass er überhaupt ein Gauner oder ein Verräter oder ich weiß nicht was ist, oder ein Trotzkist oder... Es ist doch entsetzlich. Wo war Funk bei der Verhaftung Thälmanns? Wer war verantwortlich für die illegalen Büros? Wie war es möglich, dass am gleichen Tag im November 33 alle Büros hochgingen? Wenn du mit Wilhelm sprichst, vielleicht kannst du noch ein kleines Zimmer zum Arbeiten für dich bekommen. Andere haben auch nicht mehr. In Moskau. Wir nehmen es, wie es kommt, ja? Wenn ich an die Genossen in Deutschland denke... Uns gehört die Zukunft. Trotz alledem. Die Partei. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir müssen die Partei in Ordnung bringen. Wir müssen wissen, auf wen wir uns verlassen können. Wer hat Thälmann an die Nazis verraten? Es gibt schon genug Deserteure in Deutschland. Und es gibt Leute, die damals schon großen Schaden angerichtet haben. Dieser Sumpf. Leute, die heute hier im Lux wohnen. Herbert. Dieses Geräusch, wenn das nachts ungewöhnlich war, dieses Fahrstuhlgeräusch. Ja, dann da zittert der Mann. Wo geht's hin? Wo gehen die Schritte jetzt hin? Wo gehen sie? An bei meiner Tür vorbei. An meiner Tür vorbei, das war schon gut. Leute, die mich denunzieren. Warum muss ich das alles aufschreiben? Ich muss mich erklären. Das haben sie geschafft. Ein gutes Gedächtnis. Nichts ist vergessen. Alles im Kopf. Ganzen Apparat. Die Lubjanka. Zentrale des NKWD, der geheimen Staatspolizei in Moskau. Gefängnis und Verfolgungsbehörde. Hier werden die Verhaftungen im Hotel Lux vorbereitet. Die Kaderabteilung der KPD arbeitet mit dem sowjetischen Staatssicherheitsdienst zusammen. Heinz Neumann. Isaias Lenitsev. Клика Троцкого играет на руку Гитлеру. Мы поставим день у ЦК. Neumann приехал в Советский Союз. Прибыл в мае 35 года. Получил выговор с антипартийные разговоры. По протоколу 17 ноября. Гадина свела свое гнездо в Москве. Товарищ Нойман живет в Люксе. Товарищ.
Агенты носят маски. Я чистим патю. Товарищи Биттерани, они нам помогут. Heinz, wach doch auf. Откройте двери, это Гуревич. Вставайте. Наман, вставайте. Я, брат, не стою. Практи фарьеста. Это все потом. Одевайтесь. Entsetztes Gesicht. Es ist verboten, in deutscher Sprache zu reden. Давайте быстрее, Neumann. Подпишите. 60 книг троцкистского, бухаринского, зиновьевского содержания, 2 чемодана рукописей и книг. Не расстраивайся. Я принялся плакать. Сталин ist verantwortlich für unzählige Verbrechen gegen ins Ausland. Neumann. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Wurde rausgeführt, nicht wahr? Und drehte sich mehrere Male um. Und dann die Tür hinter ihm, schlug irgendein NKWD-Fritze die Tür hinter ihm zu und er war weg. Wissen Sie, es war so, das Ganze war so gespenstisch. Und zwar in einer Stadt, wie Moskau war eine große Stadt, oder ist es weiterhin? Und zwar von Bekannten zu Bekannten, von Freund zu Freund, gab es überhaupt nur noch ein einziges Gesprächsthema. Und zwar, wen haben Sie heute Nacht verhaftet? Und dann zählte man auf, alle Namen, die Sie inzwischen erfahren hatten. Erstens mal wagte ich nicht mehr, jemanden zu treffen, weil ich damit den Nächsten gefährden würde. Und ich rief von einem Automatentelefon, rief ich unseren gemeinsamen Freund Lengyel an, Josef Lengyel, ein Ungar. Und ich teilte ihm dieses, und zwar natürlich verschlüsselt, teilte ich ihm dieses mit.
Und er war entsetzt. Er fragte sofort, kann ich helfen? Ich sage, um Gottes Willen, bleib weg, das fehlte noch. Ich wollte es dir nur mitteilen. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis ungefähr 1 oder 14 Tage oder sowas später, rief mich jetzt nicht der Josef Lengel an, sondern seine Frau und teilte mir mit, und zwar, dass er verhaftet wurde, ebenfalls. Genosse Funk nannte sich auch Mr. Henriksson. Im März 36 wurden Hoffmann und Firl verhaftet. Ich fragte Mr. Henriksson dazu. Er sagte, das sei Hoffmann selbst in Schuld. Natürlich wieder eine Weibersache. Hätte Hoffmann mit ihm, Henriksson, vorher gesprochen, hätte er ihm sagen können, dass das fragliche Weib eine Gestapo-Agentin ist. Genosse Funk ist von den Anarchisten zu uns gekommen. Der Anarchismus hatte in dem jungen Menschen, der noch dazu kein Arbeiter, sondern ein Angestellter war, manches eingepflanzt, von dem er sich sicherlich lange nicht ganz frei machen konnte. Auch heute zeigt er noch Spuren eines Individualisten. Aber da er noch jung ist, kann umso leichter eine bolschewistische Erziehung ihn von den Überresten kleinbürgerlich-individualistischen Verhaltens befreien. Es wird ja offen in dieser angegeben, dass das der Fehler ist im System, wenn einer noch ein Ich hat. Ja, hat ein Ich. Und sich noch nicht ganz dem Wir der Partei unterordnet. Ja, ja. Obwohl das Wir als Solidarität zu begreifen etwas Gutes war. Aber das Wir gegen meine eigene Überzeugung auszuspielen, das war das Furchtbare. Man sieht Menschen auf dem Korridor. Und diese Menschen auf dem Korridor sind entweder in einer gleichen Situation, das ist also das Hotel Lux oder andere Hotels, überall das Gleiche. Und man weiß merkwürdigerweise ganz schnell, welches ist eine Zurückgebliebene. Ist deren Mann verhaftet? Ist deren Mann verhaftet? Ist die allein? Und dann gab es ja noch die nächste, die noch eine viel größere Tragödie. Das waren die zurückgebliebenen Frauen mit so und so vielen Kindern. Und dann bringt man es fertig, weil es ja gar nicht mehr drauf ankommt. Man weiß sowieso, was man geholt wird. Man geht ans Telefon in seinem Zimmer. Jedes Zimmer hat ein Telefon und ruft. Es war eine Deutsche, die hatte also mehrere Kinder. Und ich rufe dort an und sage, wie geht's dir denn? Daraufhin sagt sie, um Gottes Willen, leg auf! Ich legte auf. Und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen. Warum war sie so entsetzt? Wahrscheinlich waren gerade NKWD bei ihrem Zimmer. Ich habe nie erfahren, nur dieses wirklich wie ein Entsetzensschrei. Belfort? Ja, ich bin auf dem Zimmer. Der Fall Birkenhauer gibt mir den Anlass zu diesem Brief, weil er wieder gezeigt hat, dass die Organe unserer Partei nicht imstande waren, ein schlechtes Element abzustoßen. Leider handelt es sich hier nicht um einen Einzelfall, sondern man muss diesen Fall unmittelbar neben den des ehemaligen Parteimitglieds Meyer stellen, dessen feindlicher Charakter ebenso wenig von unseren Parteiorganen erkannt wurde. Wer ist der Meyer? Ich hab den keinen. Was diese Fälle, eben auch Birkenhauer, so schwerwiegend macht, ist die Tatsache, dass alle Gründe vorlagen, diesen Leuten endgültig nicht mehr zu trauen und scharf gegen sie vorzugehen. Es ist ihnen nichts geschehen, obwohl Birkenhauer zusammen mit anderen Leuten, die sich heute noch im Ausland befinden, eine vergiftende Hetze gegen die Mitglieder des auf der Brüsseler Konferenz gewählten ZKs entfaltet hat. Das ist doch eine solche Sauerei, war doch keine Spur davon. Ich war doch mit ihm täglich beisammen. Er war der parteitreueste Mensch, den man sich überforscht. Das ist einfach erfunden und gelogen. Das schreibt Herbert Wehner. Das ist erfunden und gelogen. Die Partei war das Höchste für ihn.
Er hätte nie etwas gegen die Partei gesagt oder gemacht. Kupleni? Ja? Ich bin gerade von Grujewitsch angerufen worden. Sag mal... Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Schrecken bekommen, weil sie haben immer zuerst angerufen. Und nächsten Tag in der Früh war er nicht da. Das hat man ja nicht gemerkt. Wie haben Sie das mitgekriegt, dass er nicht da war? Na, dass ich angeklopft habe, als ich ihn angerufen habe, der hat nicht geantwortet. Dann bin ich zur Tür gegangen, ich war schon spät. War ein Siegel vor der Tür? Ich weiß nicht mehr, ob ein Siegel war, versperrt. Da dämmert es. Und ein paar Tage später hat schon jemand anderer drin gewohnt, weil man die Wohnung, die Zimmer gebraucht. Wen? Parteistrafen habe ich während der Dauer meiner Parteimitgliedschaft nicht erhalten. An Fraktionen oder Gruppenbildungen in der Partei habe ich nicht teilgenommen. BS zur Seite 5. Durch den aktiven Kampf gegen die Trotzkisten, besonders 1927, gegen die Rechten und Versöhnler, besonders 1928-29 und gegen die linkssektiererischen Auffassungen 1930, glaube ich, einiges gelernt zu haben, wodurch ich auch in unserer schwersten Zeit, das heißt in den Jahren 1933 bis 35, befähigt wurde, fest auf der Linie der Kommentaren zu stehen, zu kämpfen. Kurt Funk. Im Hause selbst herrschte eine sehr kameradschaftliche Atmosphäre, die aber dann mit den Verhaftungen sofort aussetzte. Wie konnte man das bemerken? Dass die Leute einander kaum, also nur gegrüßt haben, aneinander vorbeigegangen sind. Der eine besuchte den anderen nicht mehr. Ja? Jeder blieb bei sich, nur weil er Angst hatte. Das war die Angst, dass der andere eventuell morgen verhaftet wird. Und da hast du mit einem Schuldigen, mit einem Verhafteten zu tun gehabt. Und allein schon das wäre ja eventuell Grund gewesen für eine neue Verhaftung. Die Solidarität, das große Ziel und Ideal der Kommunisten, ist in diesem Grand Hotel der Weltrevolution schon zerstört worden. Absolut, absolut. Keine Solidarität. Da wurde nichts, blieb nichts mehr. Es war auch nicht möglich. Es war einfach menschlich nicht mehr möglich. Selbst wenn man heute eventuell den einen oder anderen verurteilen würde, warum hast du dem nicht geholfen? Das ging nicht. In diesem terroristischen System, in dieser Gefahr, morgen selbst verhaftet zu werden, ging das nicht. Keine Abwechslung in diesem Häftlingsleben. Morgens, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, dann wird er geweckt, nicht wahr? Und dann, weiter, 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 los, los, los! Zu Beginn des Winters gehen Arbeiter von Zimmer zu Zimmer und verkleben mit solchen Streifen, dicken Streifen, die ganzen Fenster, damit kein Zug hereinkommt. Und das Einzige, was offen bleibt, ist dieses kleine Fensterchen, die Fortitschka. Aber da habe ich auch gedacht, dann 39, also durch die Fortitschka konnte man doch nicht durch. Da mussten die Leute, wenn sie im Winter Selbstmord begehen wollen und sich in den Hof stürzen wollen, dann mussten sie das alles aufreißen. Wie ist das passiert? Das hat mich beschäftigt. Wie ist das passiert? Wie haben die das gemacht? Da diese Schwierigkeit zu überwinden, da geht doch im Gehirn das vor, soll ich oder soll ich nicht? Muss ich oder muss ich nicht?
gibt es die Chance. Die Verzweiflung war gut. Das ist das Lux. Ja. Es waren doch alles Kämpfer. So wie mir ein Russe gesagt hat, fahr lieber nach Deutschland zurück. Es ist besser, unter den Feinden zu sterben, als unter den Freunden. Als unter den Freunden. Mein Name ist Wilhelm Pieck. Unter dem Decknamen Richard war ich in der KPD-Auslandsleitung verantwortlich für die Kontakte zur Komintern. Der Prozess gegen die trotzkistisch-sinowjewistische Mörderbande zeigt, dass wir nicht die erforderliche Wachsamkeit haben walten lassen. Wir werden eine ganze Anzahl der in Frage kommenden Elemente aus unserer... Mein Name ist Walter Ulbricht. Es ist alles sonnenklar. Ganz einfach. Die Prozesse sind ein glänzendes Beispiel für die Schonungslosigkeit. 29. Und gegen die linksektiererischen Auffassungen und der Freiheitlichen. Die fünfte Kolonne ausgerottet wird, bevor sie, ich auch in unserer schwersten Zeit befähigt wurde, fest auf der Linie der Komintern zu kämpfen. Wahrscheinlich feindliche Verbindungen zur Gestapo unterhielt. Zenzi Mühsam scheint hier der Mittelpunkt für trotzkistische Verbindungen zu sein. Oh, прошу прощения, товарищ Функ. Ihr Fenster. Das Fenster? Nur eine Meldung. Die Fenster ist kaputt. Hm? Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Bis dann hier. Wer war das? Gurevich hat nach dem Fenster gesehen, irgendeine Beschwerde. Herbert. Sie haben mir noch 44 Fragen vorgelegt, die ich beantworten musste. Meine Arbeit im Saarland, Paris. Sie wollen sich gründlich mit mir beschäftigen. Davon hast du mir gar nichts erzählt. Sie suchen Brennholz für einen Scheiterhaufen. Wer steckt dahinter? Birkenhauer. Neumann. Wer weiß, was noch andere bei den Verhören für Lügen verbreiten. Die glauben, dass ich Thälmann der Polizei in die Hände gespielt habe. Geh zu Walter. Ulbricht. Der hat bestimmt seinen Senf dazugetan. Ich lebe auf deiner Karte. Keine Papiere. Mir bleibt nichts, wenn sie dich holen. Das ist die Schreibmaschine. Halt dich an Wilhelm. Dimitrov, der mag dich. Funk? Ja? Nein, ich bin krank, ich kann jetzt nicht zu Ihnen kommen. Ja. NKWD wartet unten. Ich soll Ihnen bei einigen Auskünften behilflich sein in der Lubjanka. Wenn Sie dich verhaften... Alle Fragen sind beantwortet. Und wenn? Wenn die Bücher beschlagnahmt. Allerdings, da steht noch ein Honorar aus. Du weißt ja, der Artikel über die neue Demokratie, die stalinische neue Verfassung der Sowjetunion. Es offenbart sich einem die übermenschliche Kraft der Partei Lenins und Stalins.
Schritt und Tritt erhellter Betrachter neue Beweise von der geschichtsbildenden Arbeit dieses überragenden Baumeisters der neuen Welt. Nicht verzweifeln. Ich komme wieder. Я немецкий коммунист. Вы никто. Ваша партия вас исключила. Sie glauben, wir wären ihre Feinde. Sie sind irregeleitete Elemente. Wir wollen Ihnen helfen. Also, Genosse Funk, wir wissen, dass Sie Zensel Müsum persönlich gekannt haben. Berichten Sie bitte. Ich habe Zensel Müsum 1926 zuletzt gesehen. Ja. Und? 1934 habe ich dann versucht, mit ihr in Verbindung zu kommen. Warum? Um Erich Mühsam aus dem Konzentrationslager zu helfen. So nichts aus dem Treff geworden, wegen einiger Verhaftungen. Und jetzt? In Moskau? Genosse Funk. Willst du jetzt nicht für uns versuchen, mit Zensel Mühsam in Verbindung zu treten? Noch im Ausland habe ich gelesen, dass Zensel Mühsam vom NKWD verhaftet wurde und ich weiß, dass sie jetzt wieder in Freiheit ist. Ich kann nicht verstehen, dass sie einem Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands zumuten, eine Verbindung mit Frau Mühsam aufzunehmen, um ihnen dann Berichte zu liefern. Sie schreiben von Ihrem Kampf gegen die Trotzkisten. Gut. Sehr gut. Diese Schädlinge, sie haben Verbindungen aus dem Ausland zu den Volksfeinden, die unter uns leben. Wir finden sie, Genosse Funk. Alle. Die Wachsamkeit der Genossen. Sie kommen her. Sie nennen uns Namen auch von Freunden, die sie vielleicht schonen wollten. ZK-Mitglied, Führer des Rotfrontkämpferbundes. Und wir machen das hier ganz unfamiliär. In einem der Gänge des Labyrinths begegnete mir und dem begleitenden Offizier ein Gefangener, der zu einem Verhör geführt wurde. Sein Gesicht, mit dem sich in irgendeiner Ferne verlierenden Blick, sehe ich noch immer vor mir. Es gehört zu den Eindrücken, die wahrscheinlich unauslöschlich sind. Ja, ja, für mich ist das ein schwerer Augenblick. Denn der Mensch, der mich zur Roten Armee gebracht hat, um sie im Ausland zu verteidigen, der kleine Karl, ein Arbeitersohn aus Favoriten, der hatte einen Traum nach vielen Jahren Dienst der 4. Abteilung, wo er in der Türkei gefoltert worden war, wo er in Rumänien gefoltert worden war und dann in Paris und in Portugal war. Und da erreichte ihn, dass er nach Moskau kommen solle, um den Lenin-Orden zu empfangen. Endlich sein Traum erfüllt. Und es gab Leute dort, und auch seine eigene Frau hat ihn gewarnt. Die hat ihn gewarnt.
Aber er wollte unbedingt. Und sie sind zu dritt gefahren mit dem kleinen Buben. Und im Metropol abgestiegen. Metropol wurde er verhaftet. Ein paar Tage später seine Frau. Und er ist hierher gekommen. Und er hat in den Verhören nichts gestanden. Und sich gewehrt. Und da hat man seine Frau geholt und hat ihm gesagt, jetzt soll seine Frau hören, dass sie gesteht, wenn du anfängst zu schreien. Und er hat angefangen zu brüllen. Und nebenan haben sie gehört, hören Sie Ihren Mann? Das blüht Ihnen auch, wenn Sie nicht gestehen. Und sie hat auch nicht gestanden, aber man hat sie nicht geschlagen. Aber es, erkennen Sie die Stimme? Ja, ich erkenne die Stimme, es ist mein Mann. Das war das, die letzten Schreie waren das letzte Lebenszeichen, das er von sich gegeben hat. Und ich habe später durch seinen Sohn gehört, dass er nicht erschossen wurde, was fast noch eine Ehre gewesen wäre, sondern erschlagen, hier in der Lubjanka erschlagen wurde. Zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal saßen ein, zwei Hasen, fressen ab das grüne, grüne Gras, fressen ab das grüne, grüne Gras, bis auf den Rasen, bis auf den Rasen. Sie möchten vielleicht Ihre Frau im Hotel Lux anrufen? Sie wird sich Sorgen machen, wenn Sie nicht zurückkommen. Meine Frau rechnet damit, dass ich zurückkomme. Ist nicht nötig anzurufen. Da sagt er, ich brauche nicht anzurufen. Meine Frau weiß, dass ich wiederkomme. Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das hat er mir erzählt. Kann ich jetzt, wo ihr das sagt, ja. Und ich habe auch nicht daran gezweifelt, dass Herbert, also, dass er nicht wiederkommen könnte. Denn ich war fest überzeugt, er kommt wieder. Wilhelm, ich bin krank. Der letzte Punkt, das waren, das sage ich Ihnen offen, meine Erinnerungen an das, was ich an Leiden miterlebt und mitgesehen und mitzutragen gehabt habe in den Jahren des Terrors in der Sowjetunion. Ich habe darüber kein Buch geschrieben, ich kann es nicht. Aber ich habe es einfach mitgelitten und auch selbst erlebt. Eigentlich war dieses Hotel Lux eine Enklave, was möchte ich sagen, ein Ghetto der Privilegierten. Und wenn ich mich jetzt an dieses Leben erinnere, so fällt mir vor allem der merkwürdige Widerspruch auf, dass es einerseits unendlich monoton war, in einer Zeit, in der sich unendlich viel ereignet hat. Wir gingen jeden Tag in die Komintern und ich habe dort die Welt erlebt in der Form von außerordentlich vielen Berichten, Manuskripten, Besprechungen, Beschlüssen, Diskussionen. Das heißt, eine Welt aus zweiter Hand.
Wir haben in der Komintern die Klopfsignale aus allen Kerkern der Welt gehört. Nur die Klopfsignale aus den Kerkern Moskaus haben wir nicht gehört. Das war Ernst Fischer, der Ehemann Ruth von Meyenburgs. Er wollte sich in den 60er Jahren nicht mehr an die Klopfsignale aus den Kerkern Moskaus erinnern. Die Wahrheit ist, jeden Tag dachte man an die Opfer in den Kerkern der Lubjanka. Vor allem in den Büros der Komintern, wie in diesem Raum, in dem Herbert Wehner als Mitglied des Zentralkomitees seiner Arbeit nachging. Werte Genossen, ich bitte euch, die auf der beigefügten Liste Seite 1 bis 2 verzeichneten 158 Namen und die beigefügten Angaben durchzusehen, um in fliegender Abstimmung über den Ausschluss aus der Partei der betreffenden Personen zu entscheiden, um am Schluss euer Einverständnis durch eure Unterschrift zu bestätigen. Mit bestem Gruß, Pieck. Was hatte das eigentlich für Folgen, wenn jemand aus der Partei ausgeschlossen wurde, sagen wir vom Deutschen Zentralkomitee? Hier, ja. In der Emigration? Ja. Was bedeutet naja, das bedeutet natürlich überhaupt, also in die Wüste geschickt zu werden. Nicht? Es war doch immer noch irgendwo möglich, wenn man Parteimitglied war, auf etwas zu pochen. Ich bin ein Kommunist, fragen Sie den Genossen Pieck, der in Moskau sitzt. Nicht wahr? Dort sitzt mein Zentralkomitee. Wenn er aber ausgeschlossen ist, das hat er kaum über die Lippen gebracht. Na, dann ist es doch eh zu Ende. Hat dich deine Mutter schon mal geschlagen? Nein. Meine Mutter sagt, man soll die Menschen nicht schlagen. Und Kinder sind kleine Menschen. Es gibt aber welche, die schlagen die großen Menschen. Das sind Lumpen, sagt meine Mutter. Sie schlagen die besten Menschen tot. Deine Mutter ist ein guter Kamerad. Wer aber weiß, dass seine Kameraden Lumpen sind. Sie stehen doch sonst immer so gerade, Herr Sturmführer. Heinrich Greif und Lotte Löbinger, immer noch Frau Wehner, spielen 1936 in dem sowjetischen Propagandafilm Der Kämpfer. Ein Loblied auf den Widerstand Dimitrovs gegen die Nazis im Reichstagsbrandprozess. Hatte Herbert Wehner sich inzwischen mit seiner ersten Ehefrau in Moskau getroffen? Wusste er, dass Sie da waren? Ja, klar. Er wusste es vielleicht, aber ich wusste nicht, dass er da ist. Nicht? Ah, ja. Er hieß ja auch nicht Wehner. Ne, geschrieben hat er unter verschiedenen Namen, unter Funk und was alles. Aber dass er in Moskau war, habe ich nicht gewusst, bis ich ihn getroffen habe. Er hat erzählt, dass er im Lux wohnt wahrscheinlich. Mhm. Hat er gesagt, dass er mit der hat er Lotte da ist? Hat er nichts gesagt. Ich habe die dann getroffen, wie ich da hinkam. Damals, wie das mit der Seite 19 war, und ich wollte mir einen Rat holen. Sie haben mich im Radio entlassen. Nur weil ich eine Seite der Molotow-Rede nicht vorlesen konnte. Es fehlte eine Seite in der Übersetzung. Das kostet einen Kopf. Und da hat er nur eine Antwort gegeben, das kostet einen Kopf. Also da holt mich in Kevade mit anderen Worten. Und das haben auch alle Kollegen erwartet. Erst 1941 wird Lotte Löbinger wieder beim Moskauer Radio eingestellt. Eine Reihe ihrer Genossen, die im Film Der Kämpfer mitspielten, wurden noch am Drehort vom NKWD verhaftet, verschleppt oder hingerichtet. Dimitrov, der Chef der Komintern, konnte sie nicht retten. Also ich jedenfalls hatte einen solchen Glauben an die Sowjetunion als ganzes Gebilde. Dazu gehörte natürlich auch NKWD, ne? Dass ich mir dachte, wenn jemand geholt wird, das hat seine Gründe. Ne? Und ich ging so weit, ich war doch eine begeisterte Sowjetbürgerin,
Es ging so weit, dass ich mir dachte, und wenn ich eines Tages geholt werde, das kann sehr leicht passieren, dann ist das nicht wegen meiner Gesinnung oder Einstellung oder sowas, die ist ja ganz zweifellos, sondern es ist, dann habe ich irgendetwas falsch gemacht. Dann bin ich mit irgendjemand zusammengekommen oder der verdächtig ist oder irgendein Fehler muss gewesen sein, sonst würden sie mich nicht holen. Also auch in dem Fall hätte ich der Behörde Recht gegeben und mir Unrecht. Erst, sagt Wiener, hieß es, NKWD irrt sich nie. Als die Massenverhaftungen und Verschickungen Dimensionen angenommen hatten, die unübersehbar waren, erklärten die russischen Kommunisten, es könne vorkommen, dass Unschuldige getroffen würden. Aber es sei besser, 1000 Unschuldige müssten eine Zeit lang leiden, als dass ein Volksfeind unentdeckt bleibe. Ja, das war fast ein Sprichwort. Wenn die Genossen in unsere Büros kommen, um ihre Beiträge zu bezahlen, sagen sie, na, eure Kartothek wird ja auch immer kleiner. Wie viele sind denn noch da? Noch ein Dutzend? Sie fragen uns, warum verhaften sie bloß die Proleten und nicht euch, die führenden Genossen? Warum hilft die Partei nicht, wenn so viel Unrecht geschieht? Wer sagt das? Die Frauen Kukulis und Harms waren das. Ihre Männer sind im Kaukasus verhaftet worden. Die armen Frauen der Verhafteten verstehen es nicht. Sie kommen zu mir. Sie wollen sogar mit Stalin sprechen. Einige Frauen, deren Männer verhaftet sind, haben Selbstmord verübt. Die Frau von Professor Felix Halle am 11. Oktober 37. Und Frau Müllberg vor einem Monat, Anfang März 38. Es sind Verzweiflungsszenen in unseren Büros. Die Frauen wollen sich auf der Stelle aus dem Fenster stürzen. Die Namen? Gertrud Taube zum Beispiel. Sie sagte, ich werde mein Kind unter die Straßenbahn werfen. Die Zahlen. Du wolltest uns doch die letzten Zahlen geben. Bis gestern, also bis zum 28. April, wurden 842 verhaftete Deutsche gemeldet. Offiziell gemeldet. Und die wirkliche Zahl? Die wirkliche Zahl liegt viel höher. Man kann sagen, dass über 70% der Mitglieder der KPD verhaftet sind. Wenn die Verhaftungen so weitergehen, bleibt in 3 Monaten kein einziges deutsches Parteimitglied mehr übrig. Sie haben diese bitteren Erfahrungen bis zu einem sehr brutalen Ende machen müssen. Sie sind 1941 von Moskau nach Schweden geschickt worden, um kommunistische Untergrundarbeit zu organisieren, sind dann jedoch verhaftet und zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden. Dieses hat nach dem Kriege 1957 in der Bundesrepublik zu heftigen Auseinandersetzungen über Ihre Person geführt mit der CDU. Berichten Sie mir bitte von dieser schwedischen Zeit. Ich bin nicht zu kommunistische Untergrundarbeit nach Schweden geschickt worden, sondern ich bin nach Schweden geschickt worden. Das heißt, mir wurde endlich erlaubt, wegzugehen, nachdem ich 4,5 Jahre nicht weg konnte von Russland und weg durfte von dort, konnte nicht, physisch. Und wurde mir erlaubt, wegzufahren, aber dann eben erlaubt, wie man es einem Mitglied dieser Partei, das illegal ist und keinen Pass hat, und eben erlaubt mit einem Auftrag. Der Auftrag war, und ich hatte ihn so auch selbst übernommen und akzeptiert, nach Deutschland zur Widerstandsarbeit gegen Hitler. Neu anfangen, neu aufbauen. Du willst weg. Der schwarze Punkt. Du hältst es hier nicht aus. Kommandirovka. Ich darf. Als wir uns trennten und ich das erste Mal Moskau sah. Herbert.
Damals dachte ich, die ganze Welt steht auf dem Kopf. Ob arm, ob reich, es machte keinen Unterschied. Es war so nah. Der neue Mensch. Ich muss reisen. Kannst du mir helfen? Da war wohl schon klar, dass er aus der Sowjetunion ausreist. Und er wollte sich die Zähne machen lassen. Und das ging nicht. Das russische Prinzip ist ja diese Stahlplomben, die zwar wunderbar halten, aber weil das eine typisch russische Arbeit ist, eine Behandlung. Das wollte er deshalb nicht und deshalb wollte er Goldplomben haben. Und fragte mich, ob ich nicht Stückel Gold hätte für seine Zähne. Damit man nicht identifizieren kann, er kommt aus der Sowjetunion, wenn er gefangen wird. Von meiner Mutter. Dann trägst du immer etwas von mir bei dir. Danke. Es darf keine Fotos von mir geben. So eins schon gar nicht. Wenn das in falsche Hände kommt. O Kamerade, treu, o zuletzt nur noch wir zwei allein. Und das zerriss er. Die Schuhe. Gute ungarische Schuhe. Ja. Die halten wir so aus. Ich weiß, es ist eine schwere Aufgabe, die du übernommen hast. Ich will dir nur sagen, wenn du mal eine gute Frau findest. Herbert, dann denk nicht an mich. Lass mich nicht allein in diesem Land zurück. Wir sind unzertrennlich. Wagen. Bleib oben. Das muss ja keiner sehen. Ich hatte das Gefühl, ich guckte ihn so an, als er an der Türe stand, dass ein Abschied für immer. Und er guckte geradeaus. Das war das Letzte. Ich kannte ihn gut. Das ist ein Abschied für immer. Das Gefühl habe ich gehabt. Im Januar 1941 reist Herbert Wehner über Finnland nach Schweden. Genossen von der schwedischen KP verstecken den illegalen Residenten in Stockholm. In der Gotlandsgatan 72a wertet Wehner die Meldungen der Kuriere aus Deutschland aus. Verräter haben die Gestapo an das Berliner Netz herangeführt. Die Stockholmer Führung der KPD hatte schwere Fehler gemacht. Wehner bekommt den Befehl, selber ins Reich einzureisen, um vor Ort den Neuaufbau in die Hand zu nehmen. Vor den Toren Stockholms gibt es im Juni 1941 ein Treffen mit der Genossin Lotte Bischoff. Sie soll als Kurier nach Berlin vorausfahren, um die Mission Wehners vorzubereiten.
Merk dir die Adressen, die ich dir jetzt sage. Die sind sicher. Meine Schwiegereltern sind dabei. Die Berliner Metallarbeiter. Fang da an. Du musst das Gelände erkunden. Wir müssen im Land ganz von vorn anfangen. Neue Kreise aufbauen. Wenn das alles vorbei ist, die Leute aus Moskau kommen, dann können wir wirklich anfangen. Du willst in Berlin die politische Leitung übernehmen. Ich krieg schon raus, auf wen wir uns verlassen können. Und wo die Verräter sitzen. Ja, wenn wir das wüssten. Am 18. Februar 1942 verlässt Wehner seine konspirative Wohnung und besucht die Emigrantin Frieda Wagner in der Norre Stationsgatan. Um 11 Uhr am Vormittag wird er hier von zwei Beamten der schwedischen Polizei entdeckt und festgenommen. Wehner konnte wissen, dass die Wohnung seit längerem von der Polizei observiert wurde. Warum er dennoch in die Falle ging, bleibt ein Rätsel. Berlin hätte wahrscheinlich den Tod bedeutet. Eine Rückkehr nach Moskau war für ihn vielleicht nicht mehr denkbar. Wir können forcieren Ihre Identitätshandlungen. Zeigen Sie bitte Ihren Ausweis. Mein Name ist Willi Neumann. Um eine mögliche Auslieferung nach Deutschland zu verhindern, gibt Willi Neumann, alias Kurt Funk, einen Teil seiner politischen Identität als Funktionär der KPD, Herbert Wehner, preis. Wehners Aussagen werden an die Parteizentrale nach Moskau gemeldet. Am 6. Juni 1942 formuliert Wilhelm Pieck das Urteil. Kurt Funk, Klammer auf, Herbert Wehner, Klammer zu, wird wegen Parteiverrat aus der Kommunistischen Partei Deutschlands ausgeschlossen. Sehr verehrter Genosse Dimitrov, heute erfuhr ich durch den Genossen Erkoli die furchtbare Nachricht, dass mein Mann aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ich stehe vor einem Rätsel. Seit 1929 lebe ich mit Kurt zusammen und ich kenne ihn nur so. Er lebte buchstäblich für die Partei. Wirklich nur für die Partei. Er arbeitete Tag und Nacht. Er liebte die Partei. Kurt ohne Partei ist unvorstellbar. Herbert Wehner wird im November 1943 wegen angeblicher Spionage für eine fremde Macht, die Sowjetunion, zu 2 Jahren Haft verurteilt. In Moskau ist Lotte nun die Frau eines Verräters. Sie kämpft um ihr Leben. Verehrter Genosse Dimitrov, bitte helfen Sie mir. Lassen Sie mich nicht untergehen. Ich kann nur nochmals sagen, ich stehe vor einem Rätsel. Ich begreife nicht, dass Kurt soll zu einem Verräter, ich kann das Wort kaum noch schreiben, geworden sein soll. Es dreht sich mir buchstäblich das Herz im Leibe um. Ich kann das nicht fassen. Es wäre wahnsinnig. Noch im schwedischen Gefängnis hatte Wehner die Frau eines ermordeten deutschen Kommunisten, des Hamburgers Karl Burmeister, kennengelernt. Uppsala, 1944. Die Witwe Lotte Burmeister und ihre Kinder Greta und Peter. Nach dem Gefängnis Herbert Wehners neue Familie. Wehner, 1947. Ein Mann, der sich unter Schmerzen von den Illusionen der kommunistischen Heilslehre gelöst hat. Aus Kurt Funk wird wieder Herbert Wehner. Mit Lotte Burmeister wohnt er seit November 1946 in Hamburg. Er schreibt Artikel für das Hamburger Abendblatt, die erste Arbeit für seine neue Partei, die SPD. Und wo ist Lotte Funk, seine Frau aus dem Hotel Lux? Pieck und Dimitrov hatten ihr das Leben gerettet. Im Mai 1947 gibt es ein Treffen mit Lotte in Berlin. Ja, wir haben uns gesehen. Und es war traurig. Und ich sagte noch zu ihm, ich sage, aber du willst mich sprechen. Na, ist das ein Wunder. Ich sage, wolltest du mich holen? Ja. Ich sage, aber Herbert, du hast eine Frau. Und du hast selber gesagt, ich sage, ja, stimmt. Und ich habe einen Mann.
Ja. Und dann hat er erzählt, was er alles durchgemacht hat. Das hat mich sehr berührt. Auf jeden Fall sind wir dann zusammen auf dem Bahnsteig. Und auf dem Bahnsteig standen wir uns so gegenüber. Da fuhr sein Zug, hier meiner. Seiner kam zuerst und da hat er sich auf den Absatz gedreht und ist eingestiegen. Und das war das Schrecklichste. Das war so furchtbar. Herbert Wehner hat seine beiden ersten Frauen nie wiedergesehen.